Ich komme nach NRW, bin Gast dort, gebe Sinanji Liebe, mach mich klein, sage sogar noch den Leuten, ich fordere ihn heraus. Und dann klingelt die Tür, oder beziehungsweise Sinanjis Handy klingelt dreimal. Irgendwann geht er bei dem vierten Mal ran. Und dann kommt Amar hoch. Sagt dann so zu mir, setz dich mal dorthin. Der allererste Satz, was er, wisst ihr, sieht ihr, es läuft ja hoch und runter. Der allererste Satz, was Amar sagt, ist, das Ding bleibt an. Direkt. Das Ding bleibt an. Das war sein allererster Satz. Nach Salamu Alaikum. Sein zweiter Satz. Okay. Hat selber einen Kameramann bei, ihr habt ja nicht, das nicht gesehen, und hat 4, 5 Freunde dabei. Mit Schlagstocker, mit Pfefferspray, was sie wollt. Die hat man aber nicht gesehen. Hinter Amar stehen die. Ich bin dort alleine mit einem Freund. Mein Freund weiß von nix. Ich will aber meinen Freund auch nicht reinziehen. Ich sitze dort. Die Zuschauerzahlen bei Twitch gehen immer höher. Am Ende waren es 30.000 Zuschauer. Und Amar macht seine Filme dort. Alles geplant. Du bist so, du bist das, du bist das, du bist das. Er erzählt irgendeine Geschichte dort. Mein Freund hat diese Geschichte geglaubt. Mein Freund, mein eigener Freund. Aber die Geschichte stimmt ja nicht. Amar hat, er hat das Amar abgekauft, aber mein Freund wusste sie von nix. Weder das mit Mabea, weder das vorher mit Kay, weder das... Okay? Er hat so krass sich eine Geschichte zusammengemixt und in dem Stream hat er eine Geschichte einfach gelabert, was nicht mal stimmt. Ich mache Ansagen gegen ihn indirekt. Ich mache, ich beleidige von jedem seine Familie und so, was nicht mal stimmt. Ich provoziere ihn. Ich komme in sein Zuhause und denkst du, ich komme nicht und so? Jetzt frage ich euch, wenn ich noch ein Problem habe oder wenn ich im Unrecht bin, komme ich nach NRW? Wenn ich ein Unrecht angetan habe oder wenn ich irgendwas getan habe, komme ich nach NRW mit einem Freund? Nur mit einem einzigen Freund? Nein. Wenn ich weiß, ich habe Stress in NRW, ich sichere mich ab, ich hole Freunde dort, ich hole Freunde mit, wir kommen mit 2, 3 Autos, wir bewaffnen uns, sage ich euch ehrlich. Jetzt sitzt Sinanji dort, ob Sinanji mich gelinkt hat, also ob er Amar gerufen hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir gehen mal davon aus, dass er mich nicht gelinkt hat. Ich will nicht sagen, er hat mich gelinkt, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, er hat mich nicht gelinkt. Kann auch sein, er hat mich gelinkt, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich glaube. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich weiß es nicht. Aber darum geht es gar nicht mehr. Guckt euch mal Sinanjis Reaktion mitten im Stream an.